Wie ist der mit dem roten Mantel? Ja. Das ist unser Ziel. Okay, jetzt guck zu, wie das funktioniert. Jo, Mann, kann man hier vielleicht mal kurz an den Automaten ran? Oder seid ihr schon dran? Oh, kleiner dreckiger. Jo, Mann, what the f***, Mann? Du hast nichts gesehen. Hast du verstanden? Jo, Mann, ich kenn ihn nicht mal. Jo, oh, ja. Nimm den anderen mit. Okay, folg mir. In die Basis, ja? Wie bitte? In die Basis. In die... In deine Mutter rein, da spritzen wir rein. Hier vorne in der Folterkammer. Wo hast du die Leiche hingeschmissen? Hier in die Folterkammer. Ich schmeiß ihn zu den anderen. Ah. So, der liebe Don. Mein Lieber, sind wir wieder wach? Setz dich, mach's dir gemütlich. Hey, wer seid ihr? Was habt ihr mit mir gemacht? Leon ist mein Name, Leon Maurer. Was willst du von mir, Leon? Mir ist ein Auftrag reingekullert und dein Name stand auf der Liste. Was willst du von mir? Ich habe einen Praktikanten, der möchte sich einen Namen machen, deswegen möchte ich das gerne ein bisschen beurteilen und beobachten, ja? Deswegen werde ich heute nur mal ausnahmsweise nur zuschauen. So, Tiger, jetzt möchte ich aber von dir eine gute Show sehen. So gefällt mir das doch. Setz dich hin. Ja, Mann. Und ist das bequem? Jetzt kommt aber was viel Besseres. Das gefällt mir, Tiger. Das gefällt mir. Das war's, Mann. Ich hab mir verdammte Scheiße. Da werde ich schon ganz wild. Wann warst du das letzte Mal beim Zahnarzt, mein Lieber? Oh mein Gott. Letzte Woche. Antworte es. Letzte Woche? Ja. Zu lang her. Ich bin jetzt der neue Doktor. Warte. Was zahlst du uns, damit du hier freikommst? Also was zahlst du mir, besser gesagt? Was willst du haben, Mann? Verdammte Scheiße. 100.000, du bist frei. 100.000, gar kein Problem, aber ich muss das von der Bank holen, Mann. Keine Bank. Ich gebe dein Handy, du überweist es mir. Auf mein Konto in der Schweiz. Ich habe nicht so viel auf meinem Konto. Nicht auf meinem Privatkonto. Wie viel hast du auf deinem Privatkonto? Keine Ahnung, vielleicht 10.000. Okay, mach weiter. Willst du es dir nochmal anders überlegen? Wie viel hast du auf dem Konto? Ich hab 6.000 bis 10.000, keine Ahnung. Okay, zieh mal Zahn raus. Oh, Tiger, du lässt ja nichts anbrennen. Schmeckt das? Okay, Tiger, das reicht. Zum nächsten Werkzeug. Oh, und schon, du dreckige Schwein. Guck mich an. Ja, mich angucken. Alter, was ist denn da los, Alter? Kommst du gleich? Immer ruhig mit den jungen Pferden. Oh, Tiger, was hast du denn jetzt? Oh. Wir müssen mal deine Reflexe testen. Ich glaube, du hast da, was am Knie. Nein, mein Knie ist voll in Ordnung. Wir schauen einfach mal. Oh, das war nicht dein Knie. Tut mir leid, ich hab verfehlt. Was wollt ihr von mir? Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Nur 6.000 bis 10.000. Falsche Antwort. Nächste Frage. Was hast du zuletzt gegessen? Hab ich noch eine Frage. Wie schmeckt dir das? Du kleine Bitch. In deine Eier. Das ging wohl in die Klöten. Egal, mach dir keine Sorgen. Mit der Penispumpe von KLS sollte das kein Problem sein. Mach mit den Stromschlägen weiter. Auf die Nippel. Einmal links. Darauf steht der Don, der geile Hengst. Hast du noch Bock auf die andere Seite? Ich hab da Bock drauf. Darauf steht der Don, auf die Nippel, den Nippeltwister, der geile Hengst. Verdammte Scheiße. Okay, Tiger, wir kommen jetzt langsam zum Finale. Verrat mir, wie viele Leute sind in deiner Familie? 20. Sag mir den Namen, Vor- und Nachnamen, ein paar Stück. Tony und... Das dauert mir zu lang. Mach schneller. Hast du direkt deine eigenen Leute verkauft? Das tut mir nichts mehr. So, mein Lieber, ich frag dich jetzt noch einmal. Wie viel hast du auf dem Konto? Oh mein Gott, 6.000 bis 10.000. Bisschen Wasser, wir sollten ihm ein bisschen auf die Sprünge helfen. Bitte glaub mir doch, ich sag die Wahrheit, ich hab nur 6.000 bis 10.000 auf mein Konto. 6 bis 10. Zweite Ladung. Okay, ich frag dich ein letztes Mal, wie viel hast du auf dem Konto? Ich lüg nicht, das ist die Wahrheit, nur 6.000 bis 10.000. Heb ihn auf. So, mein Lieber, komm mit. Leg dich zu den Leichen. Nein, bitte nicht. Zu der Schwabbeltitte da. Leg dich da hin. Bitte, lasst mich in Ruhe. Ich werde dich erlösen. Nein, bitte nicht. Kranke Scheiße.
Das war wohl das falsche Foto. Nehmen wir. Okay, wir werden jetzt zum nächsten fahren und ich lass dich machen, ja? Ich werde dich nur beobachten und ich will sehen, wie du deine Arbeit machst. Ab wann darf ich etwas verdienen? Noch nicht mal einen einzigen Auftrag ausgeführt, richtig anständig und wird schon Geld? Nein, ich wollte nur fragen, ich wollte mich informieren. Aussteigen. Es tut mir leid, ich mach das nicht wegen Geld. Du kommst zu Fuß, ich schick dir eine Haut. Jo, T, hier kannst du mal aufpimpen. Maximale Power. Mach's gut, ja. Hallo? Jo, Kackhaufen. Ich hab einen Auftrag für dich, komm zu mir. Hey, jo, Schwabbeltitte, wieder raus aus dem Knast. Ja, die haben mir alles weggenommen. Fettsack, friss weiter. Okay, ich habe einen Auftrag für euch, hört zu. Da hinten ist ein Laden, ihr seht diesen Laden da hinten. Ja, ja. Und die Frau an der Kasse ist eine weißhaarige Frau. Die bringt ihr mir, ja? Okay. Natürlich. Wir haben sie. In die Ecke. Was wollt ihr denn? Das war die einzige dort. Wie ist dein Name? Ellie. Ellie Smith. Richtig? Ja. 18 Menschen hast du umgebracht? Was? Nein. Meine Liste sagt ja was anderes. Nein. Ich war beim DOJ und wir haben uns doch gekappelt. Das war das einzige Mal, wenn ich jemanden verletzt habe. Ich will niemanden verletzen. Gekappelt? 18 Mal? Naja, Dojo waren sie da noch nie. Verdammte Scheiße. Okay, nimm ihre Pistole. Okay. Niemanden getötet, aber eine Waffe dabei, hä? Die habe ich bekommen. Die gehört nicht mir. Ja, natürlich. Wo hast du denn bekommen? Von meinem Ex-Freund. Mein Ex-Freund? Ja. Bitte, was wollt ihr denn von mir? Was habe ich denn getan? Geil, dich Arschloch. Schwabbeltitte hat schon Hunger. Ja, bin fertig. Okay, sehr gut. Ihr beide steigt jetzt ein und ihr verschwindet die erstmal, ja? Alles klar. Okay. Um den Rest kümmere ich mich. Dann erzähl mir deine Story. 18 Menschen hast du umgerannt. Ich bin ganz ohr. Also... Sie kennen doch das Dojo, oder? Das Dojo, da kann man Kampftechniken üben und als Frau kann man Selbstverteidigung üben. Ich verstehe. Hör mir mal zu, Ellie, meine Süße. 10.000 bist du wert. Ich kann dir die 10.000 auch geben und du lässt mich leben. 50.000. 50.000? So viel habe ich doch gar nicht. Wie viel hast du? Ich habe auf meinem Konto nur 2.000 oder 3. Alles ist auf Pops. Dann war es nett, mit dir Geschäfte zu machen, Ellie. Nein, bitte, 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 bitte. Wir müssen doch nur zu Pops. Wir müssen nur zu Pops und ich kann es dir überweisen. Ich glaube, Pops wird dich nicht mehr aus der retten können. Was? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Bei Pops ist mein ganzes Geld. Ja, Pops hat dir anscheinend nicht genug auf dein Konto gelassen, meine Liebe. Hast du letzte Worte? Nein, bitte. Ich gebe dir 50.000. Ich muss doch nur zu Pops. Bitte, bitte. Ich möchte nicht sterben. Ich bin so jung. Ja, okay. Guck mich an. Ich hab Angst. Bitte. Ich überweise es ihm sofort. Wir müssen nur zu Pops. Natürlich. Der Pops überweist mir das auch garantiert und ruft dich die Cops. Ich bin die Inhaberin von Pops. Pops gehört mir. Achso, du bist die Inhaberin? Ich bin die Inhaberin. Mein ganzes Geld ist bei Pops. Ach, sag das doch direkt. Hab ich doch. Meine Güte, dann bräuchte mir ja nicht länger hier rumzuschnacken. Was? Wir treffen uns auf dem Dach im Krankenhaus. Da seid ihr jetzt zwei Geburten. Hab mich lange warten lassen. Dann erzählt mir mal, wie habt ihr es gemacht? Also, da waren ziemlich viele Leute auf jeden Fall und wir sind dann dahin gefahren und haben James Bond Action gemacht, wie soll ich sagen? Okay, gute Arbeit. Ihr seid ja doch sowas zu nutzen, außer Big Mac fressen und an Kot naschen. Hat der eure Gesichter gesehen? Ja, also von Eamon hat er das Gesicht gesehen, von mir nicht. Ich hatte eine Maske an. Okay, ich verstehe. Ich denke, das war ein Glückstreffer. Steig eine fest bei mir mit. Okay, es geht los. Ich habe aber keine Waffe. Steig aus. Zu Fuß. Ein Cop also. Ich steige aus und schau nach, okay? Du musst nur dafür sorgen, dass sie vor die Tür kommt, ja? So, dass ich sie im Sichtfeld habe. Mehr nicht. Und sorg dafür, dass sie stehen bleibt. Warten Sie. Ich da. Was?